Die Karibik. Blauer Himmel, weißer Sandstrand, kristallklares Wasser, Palmen, Sonne und Entspannung pur. Zum Beispiel in Kuba oder auf den Bahamas. Nein, viel näher sogar, auf Sizilien. San Vito Lo Capo wird als der Karibikort schlechthin auf Reiseportalen gehandelt. Für einen knallharten Vergleich fragen wir zuerst Leute, was für sie typisch Karibik ist. Viele kleine, süße, bunte Häuschen. Ich glaube, da sind ganz viele kleine Nemos. Und die sind gelb und die sind rot und die sind blau. So viele Palmen, denke ich mal. Reporterin Tamara hat sich auf den Weg gemacht, um herauszufinden, wie viel Karibik steckt tatsächlich in diesem Ort. Sizilien ist weniger als 2 Stunden Flugzeit von München entfernt. Keine Reise von 15 Stunden und kein Jetlag, wie bei einem Flug in die Karibik. Da kommt man doch direkt in die Entspannung. Nach 1,5 Stunden Autofahrt ist das Ziel erreicht. San Vito Lo Capo. Für mich muss ein Hotel vor allem eines haben. Es muss sauber sein, ganz süß eingerichtet und ich möchte vom Hotel ins Wasser fallen. Buonasera. Das neu eröffnete Hotel liegt in der Via Mondello und hat 3 Sterne. Die Rezeption ist mit einer Bar ausgestattet. Süßes Gebäck gibt's hier aufs Haus. Das war aber noch nicht alles. Oder ist ja ein Pool. Direkt mal auschecken. Ui, richtig schöner Relax-Space. Kriterium bei der Hotelwahl? Unter 150 Euro die Nacht auszugeben. Die Pool-Area geht nahtlos in den Frühstücksbereich über. Im Erdgeschoss befinden sich die Standardzimmer. Die Superior-Räume sind im 1. Stock. Und wie ist das Zimmer unserer Reporterin? Sieht eigentlich ganz fresh aus in Türkis. Schön. Und sogar mit Sofa. Außerdem hat der Gast hier einen eigenen Schreibtisch, Fernseher, Safe und Kühlschrank. Wow, das Bad ist echt schön aus Marmor. 2 Duschkappen und Pantoffeln gibt es auch noch dazu. Was ist denn hier? Einen Balkon habe ich auch. Wow. Richtig schön. Mit Blick auf den Pool und die schönen Bäume. Mega. Tamara schaut sich vergleichbare Hotels in der Karibik an. Bekommt man dort mehr für sein Geld? Auf den ersten Blick ist die Ausstattung wirklich ähnlich. Die Zimmer in der Karibik sind ein bisschen uriger. Ich finde, also hier stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein Standardzimmer im Andromeda-Hotel kostet 90 Euro die Nacht. Für mehr Luxus mit eigenem Balkon sind es um die 120 Euro. Frühstück inklusive. Apropos Frühstück. Kriegt der Gast hier etwas geboten? Das Frühstück besteht vor allem aus italienischen Broten und Backwaren wie Cannoli und gefüllten Croissants. Ein typisch italienisches Frühstück eben. Genug drinnen erkundet, ab nach draußen. Wir haben Leute in Deutschland gefragt, wie muss ein typischer Karibikstrand aussehen? Man stellt sich das so vor, wie man liegt am weißen Strand und man sieht den blauen Himmel und das grüne Wasser. Und viele Palmen, denke ich mal. Der Strand, weißer Sandstrand, das Meer, schön türkis. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie karibisch der sizilianische Strand ist. Los geht's. Vom Hotel zum Strand braucht Tamara 7,5 Minuten. Der kleine Küstenort liegt etwa 1,5 Stunden von Palermo entfernt. Bei kalten Temperaturen verfällt das Städtchen in den Winterschlaf. Im Sommer ist es voller Touristen. Die Sandfarbe schon hell, könnte aber ein bisschen heller sein. Das Wasser sehe ich auf jeden Fall türkis. Was die Palmen betrifft. An der Promenade sehe ich ein paar, aber es ist jetzt keine Bucht, wo sich eine Palme hinter der anderen reiht. Erste Ernüchterung bei unserer Reporterin. Aber erst mal die Eindrücke auf sich wirken lassen. So mit dem Felsen und dem Wasser kriege ich schon ein bisschen Karibik-Feeling. Aber wenn man sich so umschaut, sind doch ultra viele Sonnenschirme. Also mehr Touri-Strand als Karibik. Zum Vergleich hier ein paar Eindrücke aus der richtigen Karibik.
da kann der italienische Küstenort nicht ganz mithalten. Da es hier mit einem schattigen Plätzchen unter Palmen leider nichts wird, schaue ich jetzt, ob ich einen Platz unter einem Sonnenschirm finde. San Vito Lo Capo setzt sich aus zwei Worten zusammen, nämlich dem heiligen San Vito und dem Wort Capo, was Kap bedeutet. Geografisch betrachtet ist der Strandort nämlich der nordwestlichste Punkt der Insel. Das nenne ich ja mal richtiges Urlaubsfeeling. Also hier kann man richtig gut entspannen unter dem Baldachin. Die Strandbars heißen auf Italienisch Lido. Zur Hochsaison können diese ausgebucht sein. Daher am besten vorab im Netz reservieren. Ein Platz unter dem Baldachin kostet 25 und der Liegestuhl 20 Euro für den ganzen Tag. Etwas teuer, aber dafür Service inklusive. Essen und Getränke kann man bequem per WhatsApp ordern. Bei mehr als 30 Grad schreit es jetzt aber erstmal nach einer Abkühlung. Okay, ist gar nicht so kalt wie erwartet. Doch sehr angenehm. Der Badeort wurde schon mehrfach für seine exzellente Wasserqualität ausgezeichnet. Wie sieht es mit der Wassertemperatur aus? Ist die denn auch karibisch? In der Karibik liegt die Wassertemperatur im Durchschnitt zwischen 25 und 30 Grad. Mal schauen, wie es hier auf Sizilien ist. Ja, so 25 Grad. Kann mit der Karibik mithalten. Statt Palmen reihen sich hier Schirme aneinander. Und allein ist man auch nicht am Strand. Dafür ist das Wasser kristallklar und die Temperatur stimmt auch. Erster Zwischenstand, 2 von 3 möglichen Palmen. Nicht ganz wie in der Karibik, aber trotzdem super für einen Badeurlaub. Meeresluft und Schwimmen machen hungrig. Stärkung muss her, aber nicht irgendeine. Ja, eher so fischig halt, so Seafood und so. Fisch auf jeden Fall, Krabben, Schrimps. Fisch, Meeresfrüchte. Und genau das ist Tamaras Mission. Steckt in den sizilianischen Fischgerichten auch eine Portion Karibik? Dafür hat sie sich Hilfe geholt. Nico kennt sich bestens aus mit sizilianischer Kultur. Als Einheimischer und Gründer der Plattform We Are Palermo versorgt er Touristen mit Insider-Infos aus erster Hand. Was steht jetzt an? Wir werden Pasta und Couscous mit Meeresfrüchten essen. Ciao. Guten Tag. Möchtet ihr Mittag essen? Ja, gerne. Das Restaurant Profumi di Couscous ist eine Institution im Küstenort. Sogar der Guide Michelin lobte deren Couscous-Variationen. Tamara und Nico müssen sich natürlich selbst einen Eindruck verschaffen. Bitte die Nudeln mit Garnelen und danach möchten wir gerne den Couscous probieren. Einmal mit Thunfisch und einmal mit Schwertfisch. Hier ist alles regional. Rote Garnelen aus dem Süden Siziliens, Zitronenschale, Käse und ein frisches Pistazienpesto mit Olivenöl. Dazu eine Pastasorte aus Trapani, bei welcher der Teig in Handarbeit um einen Stab gewickelt wird. Können die Nudeln mit Garnelen überzeugen? Man schmeckt das Meer heraus, also richtig gut. Man schmeckt die Pistazien, man schmeckt, dass es frisch ist. Ich lieb's. Die Konsistenz ist toll. Inwiefern ist denn jetzt Karibik auf diesem Teller? Sizilien und die karibischen Inseln haben viele Gemeinsamkeiten. Denn beide Orte wurden von verschiedenen Ländern erobert. Und jede Kultur hat ihre Küche mitgeprägt. Klar, in der Karibik verwendet man starke Gewürze. Wir würzen milder, zum Beispiel mit Safran oder Kreuzkümmel. Also ja, es gibt Gemeinsamkeiten. Das zweite Seafood-Gericht. Couscous mit Thunfisch und Schwertfisch. Und noch ein Tipp für alle Foodies. Jedes Jahr im September findet das internationale Couscous-Festival in dem Badeort statt. Neben kulturellen Events kämpfen Köche um den Titel des Couscous-Weltmeisters. Und wie schmeckt's? I love it. Toll, vor allem der Thunfisch. Mamma mia. Buono, buono, buono. Man kennt ja Couscous viel trockener. Das hier ist jetzt viel saftiger zusammen mit dem Schwertfisch. Einfach himmlisch. Steckt in diesem Gericht auch eine Portion Karibik?
Der Thunfischfang ist sehr wichtig in dieser Region. Wir fangen Thunfisch, weil das Meer voll damit ist. Genauso in der Karibik. Nur die Thunfischart ist anders. Dort fangen sie gelben Thunfisch, in Sizilien den roten. Der Weizengrieß wird in Fischbrühe gekocht und kriegt so seinen intensiven Geschmack. Mag man seinen Couscous saftiger, gibt man einfach etwas Brühe hinzu. Super, karibische Küche und tolles Seafood kriegt man auch am Mittelmeer. Das Pasta-Gericht kostet 20 Euro, der Couscous 18 Euro. Qualität hat hier ihren Preis. Vom Fisch auf dem Teller geht es gleich zum Fischen unter Wasser. Ob Tamara dort etwas entdeckt? Dazu gleich mehr. Erst einmal geht es in die Stadt. Wie muss so ein Karibikort wohl aussehen? Viele kleine, süße, bunte Häuschen. Kolonial halt noch. Bunt auch. Es ist viel in Farben gestrichen, also nicht so weiß oder grau wie in Europa. Ob es Häuser im Kolonialstil gibt oder bunte Häuschen, checke ich jetzt aus. Die Küstengemeinde zählt fast 5000 Einwohner und gehört zur Provinz Trapani. Die Menschen in San Vito Lo Capo leben von der Landwirtschaft, Fischfang und vom Tourismus. Die Ortsmitte bildet das Santuario di San Vito, eine katholische Kultstätte aus dem 15. Jahrhundert im arabisch-normannischen Stil. Ja, gemütlich ist es hier in San Vito. Überall sind Bänkchen. Richtig guter Platz für eine Siesta. Bänke, Hausnummern und Hausfassaden aus Mosaik begegnen einem beim Schlendern durch den Ort. Aber auch Flachdächer im arabischen Stil und gleichzeitig mediterrane Fensterläden. Ach, schau mal, das hat doch Charme. Richtig süß. Ein kultureller Stilmix. Von Kolonialbauten wie in Havanna oder auf den Bahamas ist allerdings nichts zu sehen. Um farbenfrohe Häuser zu finden, muss man definitiv ein bisschen suchen. Also nicht ganz wie in der Karibik, aber definitiv bunter als bei uns zu Hause. Und das muss natürlich für das Fotoalbum festgehalten werden. Vom Land geht es jetzt unter Wasser. Wie sieht es da wohl aus? Bunte Welt, du bist irgendwie 2 Meter im Wasser und sofort geht die Fischwelt los. Ich glaube, da sind ganz viele kleine Nemos. Und die sind gelb und die sind rot und die sind blau. Also ich glaube, Nemos sind da ganz, ganz viele. Ja, gibt es eine super schöne Unterwasserwelt auf jeden Fall. Wir waren tatsächlich auch schon da, können aus Erfahrung sprechen, doch ist schon traumhafter. Ich habe mir eine Bootstour gebucht und bin super gespannt, ob ich heute bunte Fische entdecke. Was passiert auf der Fahrt? Die Yacht steuert das Naturreservat Zingaro und berühmte Felsformationen im Mittelmeer an. Alle einsteigen, bitte. Ciao, Angelo. Heute werden wir tolle Landschaften sehen. 7 Kilometer Küste, Natur und kristallklares Wasser. Angelo Carollo ist ein waschechter Sizilianer und arbeitet seit 20 Jahren in der Tourismusbranche. Neben Bootsausflügen bietet er auch Wander- und Stadttouren in der Region Trapani an. Am Monte Monaco vorbei fährt der Kapitän aus der Bucht von San Vito Lo Capo Richtung Südwesten. So, jetzt will ich aber mal das Boot auschecken. Richtig cool. Man hatte mega Sicht auf diese wunderschöne Landschaft. Der große Urlaubscheck. Wie viel Karibik steckt in San Vito Lo Capo? Nicht nur oben ist ein toller Ausblick garantiert. Die 18 Meter lange Yacht Mary Clear bietet ebenfalls ein großes Sonnendeck. Das lässt sich unsere Reporterin natürlich nicht entgehen. Schaut euch das hier mal an, also richtiges Urlaubsfeeling. Kapitän Salvo Coppola schippert mit 8 Knoten am 7 Kilometer langen Naturreservat Zingaro entlang. Vorbei an einer Grotte, türkisen Gewässern, sowie einer Landschaft mit vielen Kaktusfeigen und Olivenbäumen. Erster Stopp zum Schwimmen, ab ins Wasser. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Ist die Unterwasserwelt so wie in der Karibik? Okay, es ist mein erstes Mal schnorcheln. Mal sehen, wie es wird. Wasser ist schon mal echt angenehm. Entdeckt Tamara jetzt Fische?
krass. Da ist jetzt so ein Schwarm an silberblauen Fischen. Richtig schön. Tatsächlich, die Unterwasserwelt hat etwas zu bieten. Um viel zu erkennen, empfiehlt es sich, eine Bootstour in den Morgenstunden zu unternehmen. Da ist der Wellengang noch sehr ruhig und man erkennt mehr Fische. Nächster Stopp auf der Bootstour, die Felsen Faraglioni di Scopello. Also erinnert schon so ein bisschen an die Felsen in Thailand, oder? Auffällig hier, die vielen Wachtürme. Die Türme dienen der Verteidigung gegen Angriffe vom Meer. Es gibt mehrere Türme entlang der Küste, die strategisch platziert sind. Wenn also jemand Gefahr sah, entfachte er das Feuer und so warnte einer den anderen mittels Rauchsignalen. Die kegelförmigen Felsen sind Schauplatz verschiedener Filme, sowie auch von Ocean's 12. Diesen Anblick muss Reporterin Tamara für ihr Reisealbum festhalten. Denn gleich geht es wieder zurück nach San Vito Lo Capo. Einfach wunderschön, diese Landschaft. Ich bin direkt im Urlaubsfeeling. Und so geht es entspannt zurück nach San Vito Lo Capo. Spartipp: Solche Touren am besten nicht über große Aktivitätenplattformen buchen, sondern lieber beim lokalen Anbieter nachfragen. Statt 70 Euro zahlt man so nur 35 für einen 5-stündigen Ausflug inklusive Verpflegung. Korallenriffe habe ich hier keine gesehen, dafür viele blaue Fische. Nicht bunt, aber trotzdem war es total das schöne Erlebnis. Also nicht 1:1 Karibik, aber die mediterrane Karibik kann schon ein Stück mithalten. 2 von 3 Palmen für die Unterwasserwelt. Zurück an Land geht's zum Sundowner. Total tolle Sonnenuntergänge. Pina Coladas. Ja, Planteur, was so eine Mischung ist aus Rum und Fruchtsäften, das ist auch ganz typisch. Cocktails, vielleicht auch Cocktails mit Früchten auch. Ja. Sizilien-Experte Nico hat für den Aperitivo extra das Restaurant Antico Borgo mit Meerblick ausgesucht. Erste Reihe sozusagen. Beim Aperitivo sitzen die Italiener in geselliger Runde zusammen und nehmen Appetizer zu sich. Sehr, sehr schön hier. Ein tolles Lokal. Die Challenge für Chefin Alessandra heute, neben einem traditionellen Snack auch etwas Karibisches zu kreieren. Was hat sie sich wohl einfallen lassen? Das ist euer Garnelensalat. Und hier die Bruschetta. Derweil versucht sich Restaurantchef Giuseppe ebenfalls an einem tropischen Drink. Noch ein Foto fürs Album. Aber jetzt wird probiert. Kann die spontane Karibik-Kreation überzeugen? Mhm. Coole Kombi, Ananas und Shrimps, Karibik auf einem Teller. Bonissimo. Und was können die Drinks? Oh wow, da ist Limonsorbet drin und irgendwie Kirsche oder Grenadine. Und Ananas schmecke ich auch raus. Also richtig schön erfrischend und tropisch. Bei dir? Mein Drink ist sehr gut. Ich schmecke Sizilien. Sonnenuntergang in Italien, ganz anders als in der Karibik. Ja, es ist anders, aber wir teilen denselben Lebensstil. Der Aperitivo findet im Restaurant statt. In der Karibik sitzt man dabei in Strandbuden. Aber die Idee ist die gleiche, mit anderen Zeit verbringen und tolle Gespräche führen. Wir haben den gleichen, entspannten Lebensstil. Da gibt es doch mehr Gemeinsamkeiten als gedacht. Bald ist es Zeit für Tamara, San Vito Lo Capo zu verlassen. Wie karibisch war der Urlaub auf der italienischen Insel? Lieber Diego, Sizilien ist zwar nicht die Karibik, ich konnte jedoch überraschend viele Parallelen entdecken. Es ist definitiv eine Reise wert. Dolce Vita mit karibischem Flair.